Ganz vergessen, Donnerstags aufzunehmen, also werde ich dann gucken, vielleicht für morgen die Aufnahme jetzt hier verwenden. Je nachdem, wie sie wird. Vielleicht wird sie ja gut, vielleicht überzeugt sie ja, oder vielleicht überzeugt sie auch überhaupt nicht. Mal gucken. Weiß auch gar nicht, wenn ich das letzte Mal Lucy gespielt habe. Vielleicht sollte ich mal nicht einen Champion Rank spielen, den ich schon lange nicht mehr gespielt habe, aber. Naja. Das wird schon irgendwie funktionieren. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Aber dann ist halt alles, keine Ahnung, irgendwie die Schuld von. Auf wen kommen wir den Zito? Zito hat den kurzen Namen, der ist es. Der war's. Es sind immer die mit dem kurzen Namen. Dann wollen wir mal schauen, was jetzt passiert, wenn die Gegner antanzen, ob die jetzt uns hart verprügeln oder wir denken, ja, jetzt können wir schon mal gewinnen, ja. Lief einwandfrei, würde ich sagen. Würdest du sagen, das ist eigentlich das ist ein klarer Sieg. Also, die ersten paar Minuten gleich, beziehungsweise die erste Minute gleich, Nährstoff von den Hanzo aus dem Gegnerteam, perfekt. Das sagt doch schon mal aus, dass es das auf jeden Fall gut laufen wird. Kriegen die das noch, kriegt die einer das hochgeht? Ich glaube nicht, ne? Nee. N-n. Der Ramata wird die jetzt wahrscheinlich verprügeln. Der wird die jetzt wahrscheinlich wirklich richtig doll verprügeln. Der Ramata denkt sich Charge. Der ist voll auf Charge getrimmt. Der ist richtig auf Charge getrimmt. Der Mann. Auch wenn das sehr, sehr dumm ist. Der kommt halt auch nicht schneller weg jetzt. Der ist viel zu spät. Der zurückgegangen. Ich mag es einfach wirklich von der Ote im Kugel getötet zu werden. Das macht einfach so viel Spaß. Das ist einfach so. Das ist aber dieser Ausdruck von Skill, den Moira da einfach mitbringt, ne? Okay. Vielleicht liefen die ersten 2 Minuten nicht optimal, aber wir haben ja noch weitere 8 Minuten. Vielleicht läuft es dann besser. Ich muss ja nur einen Sieg haben, um noch eingerankt zu werden, ne? Also, mehr brauche ich nicht, mehr will ich nicht und dann bin ich ein glücklicher Klaus. Kannst du mal bitte aufhören, mich zu verprügeln? Ich habe damit nichts zu tun. Achso, der saugt mich jetzt auch mittlerweile durch Mauern. Das hat er eigentlich mal nicht gemacht. Wann saugt denn der durch Mauern mit seiner Ulti? Ja, wie lange geht denn diese Ulti? Die sollte eigentlich jetzt ab. Wie lange ist denn gelaufen? Schon die ganze Zeit dein Teammate drin? Sagen, das ist auf jeden Fall eine einwandfreie Runde, ne? Also. Ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich das verteidigen soll. Das wird nicht gut ausgehen, sage ich so, wie es ist. Oh, Alter, der Damage. Der Damage, Jungs. Oh! Das Böse! Moonrider, tschüss. 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 Ja, ja, das geht doch. Immerhin, jetzt endlich mal. Moira, geh weg. Mit dir will man nichts zu tun haben. Sei zu sterben, Moira. Perfekt, einwandfrei, Jungs. Jetzt geht's ab. Jetzt brennt sich das Blatt. Die Schwachen kommen hervor und besiegen die Starken. Das wird einfach in die Weltgeschichte eingehen, meine Freunde. Okay, ja, also ich merke schon, also der Teamzusammenhalt ist auf jeden Fall groß. Das wäre fast noch bösartig ausgegangen für mich. Aber auch nur fast. Ich lebe noch, also ist alles noch in Ordnung. Zusammen sind wir stärker, wir schaffen das, bestimmt. Möchte ihr bitte raus aus dem Slowfeld? Das ist ganz uncool. Oh ne, ein Ramattra. Nee, komm, geh weg. Nurf den weg. Bann den weg. Bitte, jetzt. Der soll mal ganz weggehen, der verprügelt mich. Ich mag sie geboxt zu werden. Das wurde ich schon zu oft im Leben. Deswegen lass mich mal in Ruhe jetzt. Ah, Stonks. Stonks. Weg. Ah. Jeder Jungs. Was eine legendäre Geschichte. Wir mupfen jetzt hier auf und ziehen das jetzt komplett durch. Oh. Naja, also, Brett würde ich sagen, das war einfach einwandfrei. Also, ich sollte vielleicht mal aufhören, so die Fresse aufzureißen und irgendeinen Scheiß zu laufen, vielleicht am Anfang richtig zu spielen. Das wäre eine Ranked-Runde schon angemessen. Andererseits habe ich dazu keine Lust. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum wir verlieren. Aber, nun, man kann halt auch nicht alles haben im Leben. Ne? Manchmal muss man auch einfach Abstriche machen. Halt einmal. Ich schieße einmal ein bisschen rein, noch ein paar Headshots, mach ein bisschen Damage. Da kommt schon eine Auto-Aim-Kugel, ich freue mich. So Jungs, Zeit zu healen. Zeit zu healen, meine Freunde. Oh ne, die haben einen Zwerg. Mit dem Zwerg will ich nichts zu tun haben. Ich glaube, der wurde gebufft, ne? Ich glaube, der wurde gebufft. Ich weiß nur nicht mit was, aber er wurde gebufft. Und mit gebufften Leuten will man nichts zu tun haben. Müsste auch irgendwann mal meine Ulti ansetzen, ne? Die Ulti war gerechtfertigt, weil ich wäre sonst gestorben. Ich bin oft genug in dieser Runde gestorben. Ich möchte nicht nochmal. Das wollen wir nicht nochmal haben. Einmal reicht, zweimal schlumm, dreimal geht ja auch nicht und viermal ist dann das komplette Abgrund. Und 5 ist dann einfach Spiel deinstallieren. Das sind die normalen Schritte des Todes. Gegner. Gehst du bitte mal weg. Komm. Mach mal ein bisschen Platz jetzt hier für mich. Und mein Ego. Weg jetzt. Weg. Ich hab gesagt weg. Obwohl, jetzt kannst du mal. Oh ne, ich brenne. Einwandfrei. Da ist Spiel zu installieren oder so. Der 5. Schritt geht los. Okay. Ja, vielleicht liefen jetzt die ersten 6 Minuten nicht optimal, ja. Aber die letzten 4 Minuten werden es. Wir werden das jetzt noch gewinnen.
Wie gesagt, wir drehen den Spieß noch um. Das weiß ich einfach. Ich habe zum Urin. Das ist zwar nicht gesund, das im Urin zu haben, aber ist egal. Es ist ein guter Indikator für einen Sieg. Also, zusammen sind wir stark. Wir schaffen das jetzt. Rinder. So, ein bisschen Heal, alle sind glücklich, ein bisschen spannende Musik und da oben sind Gegner und da ist eine Ferrari, ein bisschen hoffentlich was trifft. Wir schieben schön weiter, nur noch ein paar Meterchen, komm, du schaffst das, Roboter. Du schaffst das, hier, guck mal, easy clap. Wir sind jetzt genauso weit wie die Gegner. Wir müssen das nur mal hier einen Zentimeter weiter schaffen. Wenn hier in die Nähe kommt, dann schub ich einmal weg. Der muss nur einen Zentimeter, ah, Stongs, da sage ich doch gar kein Problem, ich regel das. Perfekt, lief super. Ich würde sagen, ich hätte das schon mal auf jeden Fall gut geregelt. Aber, wir sind 20 Meter weiter. Wir sind schon mal 20 Meter weiter. Immerhin irgendwas. Es hätte schlimmer laufen können. Ich helfe den Leuten da vorne. Gar kein Problem, Jungs, ich komme. Ja, also da hochkommen ist dann natürlich was anderes, aber... Bin ich nicht ernsthaft jetzt über den drüber gesprungen, oder? Doch, ich bin sowas von über den drüber gesprungen. Ich mag es übrigens nicht so wirklich von Ramatra ausgesaugt zu werden. Ich finde das nicht so cool. Die Ulti kann man halt schon mal so ziemlich sein lassen, also... Muss halt wirklich nicht sein. Ich schieße mal ein bisschen nach vorne, da ist ein Junkwood, das gefällt mir nicht. Warum sind da noch zwei Team jetzt hinter denen? Interessante Sache auf jeden Fall, das ist eine Falle. Warum sind eigentlich mittlerweile alle Fallen von Junkwood im Boden? Damals waren das halt so einzeln an einzelnen Spots, aber mittlerweile sind die wirklich immer grundsätzlich unter dem Boden. Das macht die einfach schlimm. Das ist einfach die Ausnahme, dass sie mir richtig geplaced werden. Das ist sehr, sehr nervig. Das sollte man mal fixen. Das ist halt schon problematisch, sage ich mal so. Also für die Nicht-Junkwood-Spieler. Und Junkwood ist an sich schon so ziemlich nervig. Vom XD. Was hat Hera TV gemacht? Wer ist Hera TV überhaupt? Wer ist Hera TV? Hera TV ist die Tracer. Keine Ahnung, was die Tracer gemacht hat. Die hat rumgetracert. So, Jungs, kriegt jetzt mal ein bisschen Damage. Ich muss ja ein bisschen healen. Alles für die Quest. Nee, die haben jetzt eine Zarya. Wirklich von Pest zu Cholera. Ekelhaft. Auch wenn ich gehe, da war ich viel zu viel wenig geschlafen. Aber naja. Wir hoffen ja nicht weiter. Geh mal weg. Nee, Laser mich mal ein bisschen nicht weg. Da habe ich keine Lust drauf. Komm, geh mal ein bisschen zur Seite hier. Ein bisschen weggehen. Hier, mit dem Teammate kannst du mal ein bisschen Damage drücken, damit ich hier meine Quest abschließen kann. Ich glaube, ich brauche 10.000 Healer. Ich glaube, das wird diese Runde nichts. Ich glaube wirklich nicht, dass es diese Runde etwas wird, jetzt die 10.000 Healer zu erreichen. Ah, das ist doch schon cool. Das ist doch ein cooler Champion auf jeden Fall. Ob mich Junkrat jetzt getötet hat. Aber Zarya ist schon so ein cooler Champion. Einfach nur drückst und. Bubble und sterblich und dann laserst die Leute weg. Das ist einfach cool, das macht Spaß. Das ist einfach, Mechanismen, die erhöhen einfach den Spielspaß für alle. Aber gut, Jungs, ne? Ich habe gesagt, die letzten Minuten laufen besser. Und sie liefen auch besser. Unser Roboter ist fast wieder da. Und es sind nur noch 15 Sekunden. Jetzt war lieber, dass wir den nicht weitergeschoben haben, aufgrund dessen, dass die Gegner dann wahrscheinlich nicht rechtzeitig an ihn rangekommen wären. Aber nun ja, wir haben nur einmal diesen Fehler gemacht und letztes Mal hat es nicht funktioniert und wir sind gescheitert und haben verloren. Aber egal. Diesmal. Kann es ja was anderes sein. Ah, schade. Knapp. So, jetzt hier nochmal ein bisschen healen. Ja, ich habe zwar nicht genug hier für die Quest, aber wir haben es noch gewonnen. Und wie gesagt, wir haben nochmal, wir sind aufgemüpft und haben hier nochmal die starken Musik und die Schwachen haben gewonnen. Chance. Ito, mein Mann. Ich habe ihn zu Unrecht beschuldigt. Und jetzt, bitte, Gold. Ah, Jungs, perfekt. Endlich raus aus Silber mit dem Healer. Endlich in Gold. Endlich bin ich in Gold. Endlich bin ich aus der Hölle raus und bin jetzt in der Vorhölle oder so. Nun denn, Chance, das passt.